Das, worüber ich Ihnen heute ein bisschen was erzählen kann, ist das Thema Marketing Automation, auch ein bisschen als Einleitung gedacht, um ein bisschen die Stage zu setzen und das Gefühl zu geben, um was geht's denn da? Üblicherweise frage ich an der Stelle, wer setzt denn alle Marketing Automation ein? In großen Sälen sehr sinnvoll, aber hier weiß ich nicht, bei der begrenzten Teilnehmeranzahl haben wir schon einen Einsatz, wunderbar. Oft ist das ja noch so ein bisschen ein Geheimnis, worum geht es da eigentlich? Es ist in aller Munde, was macht man damit? Und das möchte ich ein bisschen Ihnen heute näher bringen. Ich selber beschäftige mich inzwischen seit 20 Jahren mit dem Thema Digital, bin seit 17 Jahren hier im Haus, früher Diamond Dogs Group, inzwischen heißen wir eMarkina, machen wir immer noch dasselbe, sind die größte Digitalagentur dieses Landes und sehen uns selber als Technologieagnosten, das heißt, wir haben ein sehr breites Erfahrungsfeld mit unterschiedlichen Tools und heute sind wir mit unserem Partner Salesforce hier und damit hat die Eigenwerbung auch schon ein Ende in unter einer Minute. Habe mich an das gehalten, was mir die Desiree gesagt hat. Jetzt gehen wir ans Eingemachte und unterhalten über das Thema, weshalb Sie alle hergekommen sind, nämlich das Hüten von Schafen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Hirte und stehen also vor dieser großen Schafsherde hier und Ihre Aufgabe ist, diese Schafe auf die nächste Alm zu geleiten und wie man sich vorstellen kann, wird jedes dieses Schaf ein bisschen bockig sein und sich ein bisschen so verhalten, wie sie es nicht gerechnet haben. Sie als erfahrene Hirte wissen aber, dass die vom Aussehen her schon mal die kleinen schwarzen Schafe immer ein bisschen die bockigen und langsamen sind. Also auf die müssen sie genauer achten. Aber die äußerlichen Merkmale sind nicht genug. Sie werden anhand des Verhaltens der Schafe, anhand der individuellen Situation, in der sich ein einzelnes Schaf jetzt gerade befindet, und auch anhand der Wesenszüge unterschiedliche Entscheidungen treffen müssen, um dafür zu sorgen, dass ihre Herde geschlossen auf die nächste Alm kommt. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig und darum hat sich etwas herauskristallisiert, nämlich der Hütehund. Das ist zufällig tatsächlich mein Hund, Bunny. Jeder, der kennenlernen möchte, ist im anderen Büro drüben. Und das ist so ein Appenzeller Border Collie Mischling, ein typischer Hütehund. Und Appenzeller Border Collie, auch Borderzeller genannt unter den Fachexperten. Und ihre Aufgabe und ihre Artgenossen ist es im Prinzip, das Verhalten der einzelnen Schafe zum jeweiligen Zeitpunkt zu bewerten und entsprechende Maßnahmen zu setzen, um gegenzusteuern. Das heißt, um dem Hirten dabei zu helfen, die Herde auf eine andere Alm zu bringen. Damit haben wir es mit der Metapher auch schon erledigt. Das ist, glaube ich, relativ klar, wo es hingeht. Die Herde sind ihre Kunden bzw. ihre Zielgruppe. Die nächste Alm ist der Verkaufsabschluss und Bunny und ihre Kolleginnen ist das, was Marketing Automation für sie leisten kann. Jetzt ist natürlich die Frage, naja, Marketing Automation, wir machen Marketing in Wahrheit seit die 60er Jahre. Was hat sich geändert? Warum ist es früher auch gegangen? Na, einerseits haben wir den Kunden, der inzwischen im Mittelpunkt steht, im Gegensatz zu früher, wo wir sehr produkt- und servicezentrisch gedacht haben. Und der Kunde weiß das auch. Der ist enorm mündig geworden in den letzten Jahren und gibt dabei immer mehr von sich preis. Also wir müssen nur dann denken, welches Suchverhalten er an den Tag legt, was Menschen heutzutage in Social Media Kanälen posten und dieser steigende Drang zur digitalen Selbstdarstellung forciert dieses Thema natürlich massiv. Der Kunde ist auch immer mehr interessiert an On-the-Fly-Informationen und möchte bestimmen, möchte im Driver-Seat sitzen und sagen, jetzt will ich etwas haben. Wir sehen das besonders stark natürlich an all den Themen des Streamings. Wir brauchen nur daran denken, dass Netflix im letzten Quartal die Umsätze um über 30% steigern konnte, immer noch. Die ORF TVT hat aktuell über 20 Millionen Streams im Monat. Also das ist eine ziemliche Menge, vor allem wenn man dann denkt, dass das in Wahrheit ja nur uns 8 Millionen Österreicher interessiert und ansonsten niemanden auf dieser Welt. Und auch davon sind, by the way, schon 27% mobil. Ja, also das Thema ist durchaus auf unterschiedlichen Touchpoints auch angekommen. Und wo das Thema hingeht, ist auch recht klar. In Zukunft wird sich der Kunde erwarten, dadurch, dass ich alle meine Daten preisgebe und ihr sowieso alles über mich wisst, müsst ihr eigentlich vorhersagen, wann ich welchen Need habe und diesen rechtzeitig befriedigen. Und das nicht nur in der Online-Welt, sondern auch offline. Das Beispiel, das hier ist natürlich sehr, sehr ungewöhnlich. Da hat jemand auf Twitter gepostet, Morton's ist ein sehr luxuriöses Steak-Lokal in New York, sagt er, can you meet me at the New York Airport in Jersey with a Porterhouse Steak when I land in 2 hours? Thanks. War eigentlich mehr Schmäh gedacht. Na, was passiert, wenn der landet? Steht tatsächlich einer von Morton's mit einem fertigen Porterhouse Steak im Sackerl und sagt, bitte sehr. Just on time, du wolltest es, hier ist es. Ja. Bis wir so weit sind, wird es natürlich eine Zeit dauern, aber das überrascht natürlich Kunden, das begeistert die Kunden und da wird man irgendwann hinkommen müssen und das wird leider Gottes zum Pflichtprogramm gehören.
Die ständige Zunahme der Kanäle, mit der wir es als Marketer zu tun haben, erschwert die Situation natürlich. Ich rede jetzt nicht nur davon von Online und Mobile, sondern ich rede auch davon, dass wir erst vor 10 Jahren mit Facebook zu tun bekommen haben. In Wahrheit vor 6 Jahren erst mit wirklichen Smartphones, auf denen wir tatsächlich guten Content darstellen können. Und allein in den letzten 2 Jahren müssen wir uns darum kümmern, wie geht das Thema auf Snapchat, wie geht das Thema auf Instagram, wie geht es auf Vine, wie geht das Thema auf WhatsApp und so weiter und so fort. Und selbst wenn ich dieses Instrumentarium beherrsche, habe ich in Wahrheit Westeuropa und USA abgedeckt. Wenn ich mit asiatischen Kunden kommunizieren möchte, rede ich über ganz andere Kanäle, ganz andere Spielregeln. Und in dieser Multitude von Kanälen postet der Kunde ständig Inhalte hinein. Unwahrscheinlich wie viel. Seit der letzten Folie sind über 100.000 Tweets abgesetzt worden. Über 100 Stunden Video auf YouTube hochgeladen worden. Also die schiere Menge. Und ihr jedes dieses kleine Content-Element könnte rein theoretisch ein für Ihre Marke, für Ihr Produkt wichtige Information enthalten. Und das ist natürlich unmöglich, da den Überblick zu behalten und zu sagen, ist da etwas Negatives oder Positives, mit dem ich arbeiten kann oder wo ich einen Prozess aufsetzen kann, um hier entweder in die Lead-Generierung zum Beispiel hineinzugehen oder Service-Prozesse anzustoßen. Das frustriert natürlich uns als Market, aber der Kunde ist mit genau dem gleichen Problem konfrontiert. Ja. In den 60er Jahren wurde der durchschnittliche Westeuropäer mit ungefähr 300 Marketingbotschaften am Tag bombardiert. Ja. Man würde schon denken, ist schon relativ viel. Ja. Heute sind wir je nach Studie zwischen 6.000 und 10.000 Botschaften. Und aus dieser Kakophonie muss man irgendwie hervortreten. Das Problem ist nur, wir haben 2015 den Tiefpunkt der menschlichen Rasse erreicht. Ja. Unsere Aufmerksamkeitsschwelle ist unter die des Goldfisches gefallen. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wenn man sich das alles anschaut, da geht doch irgendwie irgendwas schief und wie kann ich überhaupt da noch reüssieren als Marketer? Das, worum es ankommt, ist Relevanz. Relevanz ist das A und O. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Message zu präsentieren. Und das ist das, worauf es am Ende ankommt, weil nur wenn der Kunde diesen Mehrwert erkennt, schaffe ich es als Marketer, aus dieser Menge an unterschiedlichen Informationen und Eindrücken hervorzutreten. Und dabei kann mir Marketing Automation helfen. Das setzt allerdings voraus, dass ich sehr stark mit vernetzten Daten arbeite. Also Datensilos sind ein No-Go. Ich muss die komplette One-Face-to-the-Client-Geschichte im Griff haben. Und da liegt aber auch schon der nächste Bottleneck, den ich an dieser ganzen Geschichte sehe. Und das ist, dass die Ressourcen sehr knapp sind. Wir können uns als Marketer schlicht und einfach aus ressourcentechnischen Gründen nicht mit jedem Kunden einzeln befassen. Jetzt kann man sagen, naja, im B2B-Bereich, ich habe nur eine beschränkte Anzahl von Kunden, da geht das. Sage ich, nein, da geht es auch nicht, ja, weil auch die Ressourcen im Vertrieb sind knapp und ich muss für mich differenzieren, was sind die hottest Leads, die ich angehe, um hier nicht unnötig Zeit zu verschwenden. Ich kann auch als B2C-Marketer nicht einfach an alle meine Kunden den 10-Euro-Gutschein für die nächste Bestellung schicken, mal abgesehen davon, dass das natürlich ein irrsinniger Overhead ist. Ja, schicke ich das Gleiche auch an Kunden, die eigentlich komplett desinteressiert für mich sind, weil sie einen sehr, sehr niedrigen Customer Lifetime Value haben und eigentlich am Ende des Tages reine Rabattshopper sind. Um genau diese Entscheidungen zu erleichtern, kommt Marketing Automation ins Spiel. Was kann das tatsächlich jetzt für uns tun? Das, was es macht, ist das, was es sagt. Es hilft uns, klassische Marketing- und Vertriebsprozesse zu automatisieren. Ja? Sie müssen sich nicht jede Person, jede Produktgruppe dreimal ansehen, um Entscheidungen zu treffen. Sie definieren Regeln, anhand dessen das System lernt und adaptiv arbeitet, um Prozesse anzustoßen und durchzuführen. Und das Schöne ist, dass das inzwischen nicht mehr Rocket Science ist, für das ich jetzt 25 Software-Engineers brauche in meinem Unternehmen und 4 Agenturen, sondern das ist zum Beispiel jetzt das Backend von Salesforce, das dazu, ich glaube, Journey Builder heißt bei Salesforce. Gibt in anderen Produkten auch, aber Sie sehen, das ist eine ganz nicht so schön und nicht so bunt. Es ist sehr einfach für mich als Marketer hier logisch aufbauende Sequenzen abzubilden und diese hier auch umzusetzen. Was kann ich damit machen? Ein klassisches Beispiel, und das ist das, womit wir oft den Kunden sagen, fangt es damit an, ist, wie heiße ich Neukunden oder neue User willkommen. Ja? Das kann zum Beispiel sein, einfach ein E-Mailing, das ich ausschicke, nachdem sich jemand registriert hat, wo ich ihm sage, was sind die Features und nochmal die Benefits, die du hast, wenn du bei mir einkaufst. Ja? Ich kann das natürlich noch verstärken und kann einen Free Shipping Code noch dazu hängen, um zu sagen, wunderbar, dass du jetzt bei mir Rezepte bestellt hast. Ich schicke dir aber gleich auch noch einen Code, um die nächste Bestellung zu forcieren. Marketing Automation hilft mir jetzt mit diesen vernetzten Daten dabei, das nicht an jeden neuen Kunden auszuschicken, sondern durchaus zu entscheiden. Zu sagen zum Beispiel, wo befindet sich der Kunde geografisch? Oder noch interessanter, ich definiere Lookalikes.
Wie wahrscheinlich ist es, dass der Kunde aufgrund seiner Eigenschaften und seines bisherigen Verhaltens ähnlich ist wie Kunden meines A-Segments, die sehr stark bestellen oder einen sehr hohen Customer Lifetime Value haben? Ich kann Kunden natürlich auch sagen, was haben sie als nächstes zu erwarten. Das ist jetzt für Dropbox, wenn ich mich in einem Team anmelde, sehe ich, okay, was kann ich hier alles tun? Was sind die nächsten Schritte, um den Kunden in diesem Prozess weiterzubringen. Ein weiterer Benefit gerade im B2B-Bereich ist das Identifizieren von qualifizierten Leads. Ein System, das dazu sehr gerne eingesetzt wird, ist das sogenannte Lead Scoring. Was ich dabei mache, ist, ich identifiziere, welche Aktionen oder welche Informationen zu einem Benutzer führen dazu, dass ein Verkaufsabschluss erhöhte Wahrscheinlichkeit hat. Zum Beispiel, er registriert sich und identifiziert sich als ein Mitarbeiter im mittleren Management in einem der Top 1000 Unternehmen Europas, könnte ein klarer Indikator dafür sein, dass er für mich als Kunde relevant ist. Das zweite ist, er hat sich 7 verschiedene Produktseiten angeschaut. Jedes Mal, wenn er sich eine Produktseite anschaut, bekommt er 10 Punkte in seinen Topf hinein. Jetzt schaut er sich leider die HR-Section an und 3 Jobangebote ziehen gleich wieder 300 ab, weil für mich ist das kein Lead, sondern das ist jemand, der einen Job sucht. Ja? Auf Basis dieser Daten hilft es mir, meine 1000, 10.000, 100.000 Leads, die ich über meine digitalen Kanäle generiere, zu klassifizieren und meinem Vertrieb zu sagen, so, jeder, der über 10 Punkte hat, ist für dich ein Hotlead, die musst du persönlich anschreiben. Alle die, die in den letzten 2 Monaten nicht über diese 10 Punkte gekommen sind, schreibe ich digital an und schaue, ob ich mit denen so einen Termin vereinbaren kann. Und alle die unter 5 Punkte sind, sind entweder zu frisch, zu jung oder zu uninteressant, die kann ich nach ein paar Monaten wieder rausschmeißen. Also es hilft mir, meine Ressourcen gezielt einzusetzen. Es unterstützt dann auch im Lead Nurturing. Das heißt, wie kann ich den Kunden laufend mit neuen Informationen, White Papers, Downloads, Videos, aber auch Angeboten befeuern, ohne dass meine Marketingabteilung sich jedes Mal hinsetzt und diese E-Mails händisch aufsetzt. Das ist so der klassische, die kennen Sie sicher, diese Wall-Content-Thematiken, wo um ein White Paper runterzuladen, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben. Für Sie als Marketer natürlich sehr relevant, dass Sie hier weiterarbeiten können. Es gibt aber durchaus im Lead-Nurturing Bereiche, die Sie sicherlich kennen aus dem Programmatic-Bereich und Retargeting, wo wir einfach auf Basis von gesetzten Cookie-Informationen zum Beispiel oder auch durch Target Audiences auf Facebook und Google Netzwerken einfach die Möglichkeit haben, Werbung auszuspielen, entweder auf Basis der Seite, die er war, eines Produktes, das er angesehen hat und so weiter. Also die Thematik kennen Sie höchstwahrscheinlich. Es hilft mir auch sehr stark dabei, Kunden wieder zu reaktivieren. Das ist gerade im Digitalbereich etwas enorm Wichtiges. Ich habe meistens einen sehr, sehr hohen Datenschatz an potenziellen Kunden, die irgendwann mal was bei mir gemacht haben. Und da hilft mir natürlich alles in der Marketing Automation, dass ich mich nicht persönlich drum kümmern muss, sondern dass, wenn jemand mit einem Prozess begonnen hat und den innerhalb von 14 Tagen nicht abgeschlossen hat, geht ein automatisches Mail hinaus, wo ich auch noch verstärken kann und sage ihm, okay, was sind die Benefits, wenn du es abschließt, wie weit bist du in deinem Prozess, ja, oder vielleicht ist das, was du dir ausgesucht hast, Udemy ist in dem Fall eine Online-Universität, vielleicht war es das falsche Training, vielleicht möchtest du doch ein anderes haben. Also ich versuche den Kunden hier wieder abzuholen. Ich kann natürlich auf diese emotionale Schiene gehen und sage, Duolingo ist ein Sprachtraining-Software und sage, okay, du warst ewig nicht da, möchtest du nicht weiter tun, wir helfen dir dabei, ein bisschen voranzugehen. Und ich kann das Ganze natürlich auch verstärken, indem ich sage, wir haben gesehen, du bist eigentlich ein sehr potenter Kunde gewesen. Aus irgendeinem Grund hast du in der Recency relativ lange her, dass du was bestellt hast. Ja, wir verstärken das, indem wir dir, je nachdem in welcher Kundengruppe du bist, ein unterschiedliches Incentive noch geben. Ja. Oder ich kann natürlich sagen, du warst so lange nicht da, wir haben so viel verbessert an unserem Service, vielleicht ist jetzt das Ding dabei, das dir vorher abgegangen ist. Das sind die 4 Dinge, die wir hier erneuert haben. Ich kann aber auch Kunden dazu nutzen, um Informationen über sie zu bekommen. Klassische Themen hier ist, ich frage den Net Promoter Score ab nach einer Bestellung oder nach einer Service-Interaktion. Ich nutze sie zur Weiterentwicklung meiner Produkte, eine Befragung zum Thema, wie der Service gelaufen ist und so weiter. Das Allereinfachste, das Sie mit fast jedem Kunden machen können, ist ein Geburtstagsglückwunsch. Ja, diese Daten haben Sie fast immer. Da freut sich jeder Kunde drüber und ist eine sehr einfache Reaktivierungsmöglichkeit. Und natürlich überall da, wo Sie mit zeitlichen Intervall-Service-Thematiken haben, hilft das natürlich auch hier aus dem Prozess etwas Automatisiertes zu machen, wenn Sie zum Beispiel einfach für Ihr Auto einen Servicetermin ausmachen möchten. Es hilft Ihnen zu verkaufen, das ist etwas, das Sie von Amazon sicherlich kennen, wenn Sie dort schon mal was bestellt haben, kriegen Sie irgendwann mal einen Newsletter, wo drin steht, das haben Sie angeschaut, kommen Sie doch bitte nochmal, hier sind auch noch ähnliche Produkte, funktioniert sehr gut. Man kann auch hier mit künstlicher Verknappung arbeiten, sagen,
die Dinge, die sie im Warenkorb gelegt haben, aber den Kauf nicht abgeschlossen haben, die werden bald teurer oder sind bald out of stock. Ja, also das ist noch so ein zusätzlicher Push. Ich kann auch eher auf die emotionale Ebene gehen und sagen, das schaut doch wirklich schön aus, was du in den Warenkorb gelegt hast. Möchtest du es nicht doch bestellen? Ja, und ich weise darauf hin, wenn du glaubst, du hast ein Risiko, es zu bestellen, ja, hast du nicht, wir haben Free Shippings, Free Returns, also du kannst einfach anprobieren, schau mal, wie es dir passt, dann schickst zurück, ja. Also ich nutze hier einfach die Möglichkeit, mögliche Nachkaufdissonanzen einfach jetzt schon abzubauen. Ich kann das Ganze natürlich auch hier wieder verstärken und sagen, du hast was in deinem Warenkorb, wenn du jetzt bestellst, innerhalb der nächsten 24 Stunden kriegst du auch noch einen 25-prozentigen Rabatt. Da sage ich aber immer aufpassen, das hat sich in der Schnäppchenjäger-Community inzwischen durchaus rumgesprochen. Die Leute legen Dinge in den Warenkorb, warten mal 2, 3 Tage, schauen, ob sie irgendwann Rabatt kriegen und bestellen es erst dann. Ja. Hier macht es also wirklich durchaus Sinn, nochmal zu segmentieren. Ist das eine spannende Zielgruppe? Hat der in der Vergangenheit viel bestellt? Ja. Ist es jemand, den ich wirklich reaktivieren möchte und dementsprechend die Incentivierung hier anzubieten? Ich kann das Ganze auch nicht nur im Warenkorb machen, sondern auf der Favoritenliste, etwas, was man eher seltener sieht, ja. Wo ich hier nochmal verstärken kann und den Wunsch steigern, dieses Produkt tatsächlich in den Kaufprozess hineinzubekommen. Es funktioniert auch offline. Wie kriege ich zum Beispiel eine Person in einen Store an Tagen, die vielleicht nicht so stark ausgestattet sind? Ja? Oder wie kann ich spezielle Shopping-Events für meine VIP-Kunden machen? Funktioniert auch, alles vollautomatisch, muss mich als Marketer nur einmal im Aufsetzen drum kümmern und der Rest läuft automatisch. Also man sieht, es gibt eine ganze Reihe an Dingen, die mir als Marketer die Marketing Automation erleichtern kann. Aber das Wichtige ist, die Zutaten beieinander zu haben. Und das Erste, und das habe ich schon ein, zwei Mal erwähnt, ist das. Gehen wir weg von diesen Datensilos. Ja. Der Kunde versteht nicht, warum das Service-Team nicht weiß, was ich gekauft habe. Der Sales, der mir versucht, was abzusellen, keine Ahnung hat, welche Probleme ich mit dem Service-Team gehabt habe. Und das Marketing sowieso der Meinung ist, mir interessiert jedes neue Produkt, obwohl die ganz genau wissen, das ist nicht meine Kategorie. Ein schönes Beispiel dafür. Zooplus schickt mir, obwohl ich seit 3 Jahren nichts anderes als Hundefutter bei denen bestelle, alle 2 Wochen einen Newsletter, wo sie mir Katzenfutter anbieten. Das ist vergeudete Liebesmühe. Das funktioniert nicht und das könnten Sie sehr, sehr einfach lösen, das Problem. Also Silos auflösen, Daten vernetzen. Content, Content, Content. Das System automatisiert den Prozess, wenn er mal aufgesetzt ist. Das Aufsetzen des Prozesses muss schon das Marketing übernehmen. Das heißt, sich überlegen, was sind die Kampagnen, die ich hier gerne machen würde, den Content dazu zu produzieren, das Ganze verkaufsorientiert zu treiben, das wird nie erspart bleiben und da kann man jetzt natürlich viel mehr Power reinstecken, weil man es nicht 3, 4 Mal wiederholen muss. Das ist sehr, sehr angenehm. Und der letzte Punkt ist die richtigen Tools. Die richtigen Tools für Ihre Industrie, für das Business, was Sie haben und für die Aufgaben, die Sie damit erledigen müssen. Und wenn Sie das alles benannt haben, dann haben Sie einen ganz kleinen Wettbewerbsvorteil, weil Sie können mit Ihrem Kunden so kommunizieren, dass er das Gefühl hat, die Marke existiert nur für ihn, ausschließlich für ihn. Und auch die größte Herde, egal wie viele Kunden Sie haben, ob das 1000, 100.000, 2 Millionen oder 100 Millionen sind, ja, es skaliert natürlich 1:1 das komplette System. Sie tun sich sehr, sehr viel einfacher, in großen Mengen den Kunden dieses Gefühl der Individualisierung zu geben und der Personalisierung, obwohl sie nicht mehr Aufwand haben. Und das ist das, was dann echte Beziehungen produziert. Und Beziehungen ist das einzige tatsächliche Gut, das Sie als Marke oder als Hersteller oder als Dienstleister davor schützt, dass die Konkurrenz Sie nicht überholt. Und wenn Sie es nicht machen, andere tun's. Es ist ja nicht so, als ob die anderen stehen bleiben in dem, was sie machen. Ihre Konkurrenz jagt hinter ihnen her. Und wenn man nicht aufpasst, dann kann es einem durchaus passieren, dass man hier eingeholt wird. Ich hoffe, ich habe die 15 Minuten nicht zu weit übertrieben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen natürlich sehr, sehr gerne zur Verfügung.